Artikelnummer SCP-110. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Der Eingang zu SCP-110 muss jederzeit verschlossen bleiben, es sei denn, es gibt eine anderweitige Anordnung durch O5. Die etwa 6 Quadratkilometer, die SCP-110 bedecken, sollen zu einem vorstädtischen Bezirk entwickelt werden, welcher nicht die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Jede Bewegung, die von SCP-110 ausgeht, ist als minimale seismische Aktivität zu erklären. Jede Bewegung, die von SCP-110 ausgeht, ist als minimale seismische Aktivität zu erklären. Weitere Beschwerden sind zu ignorieren. Beschreibung: Bei SCP-110 handelt es sich um eine vollständige Stadt, die 500 Meter unter einem großen Bauernhof in Daten gelöscht. New York begraben aufgefunden wurde. Erkundungsteams 2 und 3 kamen zu dem Schluss, dass die Fläche, unter der die Stadt begraben liegt, ungefähr 6 Quadratkilometer umfasst. Innerhalb von SCP-110 wurden zahlreiche Gegenstände von besonderem Interesse entdeckt, die von nun an als SCP-110-XX bezeichnet werden. Die bekannte Geschichte von SCP-110. 11. August 1900. Ein großes Erdbeben ereignet sich im ländlichen Teil des Bundesstaates New York, weit entfernt von jeglichen Stadtzentren. Die einzigen Todesopfer waren ein Mann und sein Hund, sodass dem Ereignis keine nennenswerte mediale Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 15. Mai 1900. Im Gebiet von SCP-110 ereignen sich weiterhin kleinere Erdbeben. Die US-Bundesregierung entsendet ein Team von Geologen an den Ort, um die Ursache zu ermitteln. Die Ergebnisse sind nicht schlüssig. 16. Mai 1900. SCP-Ausgrabungsteam 3 wird beauftragt, den Standort zu untersuchen. Bei der Ankunft wird das Team von SCP-110-01 begrüßt, der dann festgenommen und zur weiteren Befragung nach Daten gelöscht gebracht wird. 24. Mai 1900. Die aus SCP-110-01 und SCP gewonnenen Informationen zeigen, dass es im Gebiet von SCP-110 eine große temporale Störung gegeben hat, die aufgrund der Verschiebung von Boden und Fels Erdbeben verursacht hat. Ein weiteres SCP-Ausgrabungsteam wird an den Standort geschickt. 9. Februar 2000. Nach vielen Monaten Arbeit sind SCP-Ausgrabungsteams 4 und 5 nur in der Lage, die starke, undurchdringbare, betonähnliche Hülle von SCP-110 freizulegen. Die Untersuchungen werden gestoppt, bis weitere Informationen vorliegen. 25. Juli 2000. Aufgrund der kürzlichen Dekodierung und Entschlüsselung der auf SCP enthaltenen Dateien sind nun Schaltpläne von SCP-110 verfügbar. Ausgrabungsteams 4 und 5 werden vor Ort zurückgeschickt, um den Haupteingang von SCP-110 zu lokalisieren. 4. August 2000. Der Eingang von SCP-110 wurde entdeckt und die Ausgrabungsteams werden mit etwas konfrontiert, das sie als üblen Geruch beschreiben. SCP-110 muss eine bewohnte Klasse 4 Stadt gewesen sein, aber durch einen temporalen Unfall wurden ihre Kerndienste schwer beschädigt und die ganze Stadt zeitlich versetzt. Es wird damit begonnen, die Existenz von SCP-110, die Ausgrabung sowie die tausenden toten Zivilisten im Inneren zu verschleiern. Der Aufbau von SCP-110. Der allgemeine Aufbau von SCP-110 besteht im Wesentlichen aus einer Reihe konzentrischer Ringe, die durch Straßenbahn, Zug und andere Verkehrslinien miteinander verbunden sind. Vermessungsingenieure haben festgestellt, dass SCP-110 zahlreiche Abschnitte und Ebenen mit spezifischen Funktionen aufweist, die hier ausführlicher beschrieben werden sollen. Kerndienste. Die zahlreichen Karten, die in den verkehrsreichen Gebieten von SCP-110 gefunden wurden, kennzeichnen eine zentrale Säule mit verschiedenen Versorgungseinrichtungen als Kerndienste. Bei der Erkundung, die aufgrund starker Sicherheitsbedenken nur eingeschränkt möglich war, entdeckte SCP-Erkundungsteam 1 eine Vielzahl von Technologien, die der unterirdischen Stadt Autarkie verliehen. Zu diesen Technologien gehörten eine Reihe von Kammern zur Materiewiederaufbereitung, ein Kombinationsreaktor, der Energie sowohl aus Kernfusion als auch aus geothermischen Quellen lieferte, ein ausgeklügeltes Wasserrecycling-System und ein großes Gebiet zur Wiederaufbereitung von Abfall. Der sogenannte Kern ist von zahlreichen Aufzügen und Nottreppenhäusern umgeben. Zahlreiche Bereiche des Kerns sind bestimmten Mitarbeitern zur Erforschung zugewiesen worden. Atrium Colossi. Dieser große, offene, gewölbte Bereich umgibt den Kern und war offenbar einst mit Vegetation gefüllt.
Die Kuppel selbst bestand aus einem riesigen Display unbestimmter Zusammensetzung, das ausschließlich zur Darstellung eines Himmels als Tageszeitindikator diente. Zahlreiche Straßenbahnlinien überspannten mindestens 3 Stockwerke des Atriums, die alle zum und vom Kern wegführten. Sie wurden von Mitarbeitern als Speichen in einem Rad beschrieben. Die Zählung der Todesopfer nach der Entdeckung ergab für dieses Gebiet die höchste Zahl, was darauf hindeutet, dass es sich um einen stark frequentierten Teil der Stadt handelte. Kommerzieller Ring. Ein Ring aus kleinen und großen Geschäften umgibt das Atrium Colossi. Es ist nicht bekannt, ob kommerzielle Produkte innerhalb der Stadt hergestellt wurden oder nicht. Aufgrund der immensen Größe des Kerns selbst und der offensichtlichen Eigenständigkeit der Stadt ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass der Kern über ein Produktionsgebiet verfügte. Wohnring A. Die Stile der Wohnräume, die in diesem Gebiet zu finden sind, lassen vermuten, dass seine Bewohner die wohlhabendsten der Stadt waren. Zahlreiche Dokumente, die in der ganzen Stadt gefunden wurden, scheinen diese Vermutung ebenfalls zu bestätigen. Wohnring B. Dieser gesamte Ring wurde von der Mittelschicht von SCP-110 bewohnt. Das Gebiet wird noch immer nach interessanten Objekten durchsucht. Bis heute wurden SCPs von hier geborgen. Wohnring C. Dieser Ring wurde von den Bürgern der Unterschicht von SCP-110 bewohnt. Er wurde in extrem schlechtem Zustand vorgefunden und wird derzeit von den SCP-Wartungsteams 1 bis 12 restauriert. Es wird spekuliert, dass er aufgrund seiner vom Kern am weitesten entfernten Lage den größten Schaden durch die temporale Störung erlitten hat. Der Schaden an SCP-110 nimmt proportional zur Entfernung vom Kern zu. Die Weges-Atrien. Wie auf zahlreichen Karten verzeichnet, waren diese Atrien flächenmäßig nur geringfügig kleiner als das Atrium Colossi und lieferten schätzungsweise 80% aller Nahrungsmittel für die Bevölkerung von SCP-110. Die Atrien waren einst Freiflächen und erlitten daher bei ihrer Ankunft vor Ort große Schäden, da SCP-110 schätzungsweise mindestens 300 Meter unter seine ursprüngliche Position verschoben wurde. Die Wiederherstellung dieser Atrien offenbarte eine fortschrittliche Pflanzenzuchttechnologie, die nützliche Anwendungen hat. Atrium Animus. Das Atrium Animus war für die restlichen 20% der Nahrungsmittel verantwortlich. Dieses Atrium besitzt mindestens 20 Stockwerke, die der natürlichen Umgebung der Tiere, die dort gehalten wurden, nachempfunden waren. Jede Etage hatte ein streng kontrolliertes Klima und war so unterteilt, dass verschiedene Tierarten keinen Kontakt miteinander hatten. Einige der genetischen Labore, die dem Atrium Animus angegliedert sind, wurden intakt vorgefunden und werden derzeit erforscht. Die Recreus-Atrien. Diese Atrien dienten ausschließlich dem Zweck der Erholung. Sie befinden sich zwischen den verschiedenen Wohnringen und bestehen typischerweise aus Parks, künstlichen Wasserflächen, Einkaufszentren und anderen Arten der zivilen Erholung. Es wurde vorgeschlagen, diese Atrien für die Verwendung von SCPs, die eine outdoor-ähnliche Umgebung oder eine temperatur- und feuchtigkeitskontrollierte Umgebung benötigen, zu verwenden. Umbaupläne werden derzeit erarbeitet. SCP-Forschungsring. Der äußerste Ring dieser Stadt war anscheinend der Erforschung von Sicher- und Euklid-Klasse SCPs gewidmet, obwohl keine Dokumentation innerhalb der Stadt die Existenz dieses Ringes bestätigen kann. Dies deutet darauf hin, dass SCP-110 ursprünglich nicht vom privaten Sektor entworfen wurde, sondern eher als Tarnung für die derzeit unbekannten SCPs diente. Dieser Ring ist äußerst gefährlich, da er von allen Sektoren von SCP-110 den größten Schaden erlitten hat und somit einige der gefährlicheren SCPs freigesetzt wurden. Nur 2 Mitglieder des Erkundungsteams 3 haben die Erkundung dieses Rings überlebt. Ihre Berichte sind im Dokument 110-F enthalten. Architektonische Stile von SCP-110. Es wurde bestätigt, dass SCP-110 menschlichen Ursprungs ist und alle bei seiner Herstellung verwendeten Materialien sind terrestrischer Herkunft. Die Baustile von SCP-110 scheinen je nach Standort zu variieren. Die wichtigsten Stile sind nachstehend aufgeführt. Kerndienste, utilitaristisch. Atrium Colossi und alle anderen Atrien, Greek-Roman Revival. Kommerzieller Ring, postmodern. Wohnring A, Art Deco. Wohnring B, expressionistisch. Wohnring C, utilitaristisch. SCP-Forschungsring, nicht feststellbar, dazu beschädigt. Die unterschiedlichen architektonischen Stile von SCP-110 stellen ein Problem dar, wenn man versucht, die allgemeine Epoche, in der sie gebaut wurde, zu bestimmen. Die frühesten gefundenen Dokumente behaupten, dass die Stadt Daten gelöscht von der Gruppe Daten gelöscht erbaut wurde. Dokument 001-A. Die letzte Notiz. An diejenigen, die dieses Dokument finden.
Mein Name ist Steven Kolsnick, beziehungsweise war Steven Kolsnick. Ich werde tot sein, wenn Sie dies lesen. Ich war der Chefingenieur dieser Stadt sowie der Direktor des Programms. Daten gelöscht. Den äußeren Eindämmungs- und Wohnring verbaut ist. Aufgrund eines Unfalls mit einer Entität, die als Daten gelöscht bekannt ist, wurde die gesamte Stadt redigiert aus ihrem ursprünglichen Gebiet Daten gelöscht versetzt. Niemand hier weiß, wo wir sind. Nach dem, was ich beobachten konnte, haben die äußeren Ringe schwere Schäden erlitten und ihr Inhalt bedroht die Bewohner der inneren Ringe. Obwohl wir sicherlich ohnehin den Untergang geweiht sind, da der Kern schwer beschädigt ist. Drei der wichtigsten lebenserhaltenden Dienste, die im Kern enthalten sind, sind so stark beschädigt, dass sie nicht mehr repariert werden können. Jeder Versuch, sie zu reparieren, würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als uns zum Leben bleibt. Die Lebenserhaltungssysteme werden bald ausfallen. Ich würde schätzen, dass sie noch zwischen 4 und 10 Stunden funktionieren werden. An diejenigen, die dies hier finden, sperren Sie Daten gelöscht so gut Sie können ein. Folgen Sie nicht den gleichen Fehlern, die unsere Eindämmungsverfahren hatten. Ansonsten werden Sie es bereuen. Liste der nennenswerten SCPs, die in SCP-110 gefunden wurden.